Laut dem deutschen Versionshinweis bringt die neue Software-Version von Tesla zwei kleine neue Funktionen. Doch laut CEO Elon Musk macht die Tesla-Version spätestens mit dieser Version auch Schluss mit einem lange bestehenden Autopilot-Problem mit einigem Gefahrenpotenzial. Die beiden neuen Funktionen sind je nach Umständen praktisch und schnell beschrieben. Man kann jetzt einstellen, welches von mehreren Smartphones sich bevorzugt mit dem jeweiligen Tesla verbinden soll. Das funktioniert auch für verschiedene Fahrerprofile. Und speziell für das Model 3 erhält die neueste Tesla-Software eine Sicherung für Öffnung des Handschuhfachs per Touchscreen. Wer möchte, kann auch eine PIN dafür verlangen. Elon Musk erklärt auf Twitter, dass spätestens mit der neuesten Software das Problem der sogenannten Phantombremsung durch das Autopilot-System nicht mehr existiert. Das war laut dem deutschen Tesla-Hinweisen dazu alle Neuerungen in der neuen Software.